alle ausgeflogen, Schätzchen. Tosca. Die Oper? Die Karten haben mich ein Vermögen gekostet. Und Caroline ist im Internat, also sturmfreie Bude. Du bist die Beste. Gin ist eine feine Sache, meine Liebe. Aber bist du nicht zu jung, das schon am Nachmittag zu trinken? Ohne mich. Wie gewünscht habe ich eine Spitzhacke und einen Vorschlaghammer besorgt. Ich schlage vor, Sie öffnen die Truhe auf Ihrem Zimmer, hinter verschlossenen Türen. Der Chronograph. Jetzt bin ich frei, Leslie. Wenn da steht dein Name drauf. Was? Von Lucy. Meine liebe Gwendolyn, glücklich bin ich nun, da du unseren Chronographen gefunden hast. Verteidige ihn mit deinem Leben, denn das ist, was auf dem Spiel steht. Sonntags sind wir immer in die Holy Trinity Church gegangen. Wir werden uns da treffen. Eine Gebrauchsanweisung. Da sind Kügelchen mit Bluttropfen dran. Ja, nur meins und Gideons fehlt. Zieltag ist der 12. September 1953. Bereit, Miss Gwendolyn. Gwendolyn, du bist... Du bist besonders. Es gibt Hinweise in uralten Schriften. Wir reisen seit Jahren durch die Zeit, um alles zusammenzufügen. Der innere Kreis der Loge tritt heute zusammen. Das passiert äußerst selten und nur aus besonderem Anlass. Weißt du, was geschieht, wenn der Blutkreis im Chronographen geschlossen wird? Die Prophezeiungen sprechen vom Aufstieg des Adlers. Vertraust du mir? Bereit, wenn du es bist. Der Graf wird probieren, dich klein zu kriegen. Du musst zeigen, was in dir steckt. Die Ordnung wird wiederhergestellt. Und ich habe kein gutes Gefühl. Ich bin ganz allein. Bist du nicht? Guten Abend. Es muss wohl sehr warm gewesen sein.